So, einen schönen Sonntag gewünscht aus dem sonnigen Sachsen-Anhalt. Ja, Robert hat heute ein bisschen ausgeschlafen. Der Marco, ja, wie es halt so ist, hat mir den Wecker auf 8 gestellt und dann war er wach um 6. Naja, gut, ist halt so, wenn du dich am Tag vorher schon auf das Angeln freust. Und wir wirklich auch wieder explizit auf eine Stelle hinaus wollten, hat mich noch mehr aus dem Bett gedrückt, also so schon. Und von daher einen wunderschönen guten Morgen auch an der Stelle, auch wenn das Video dann meist immer erst zum Mittag kommt. Ja, wie gesagt, das Aufstehen hat sich gelohnt, die Stelle war frei. Habe jetzt anfangs gut mit der Federrute und Maden, Mücken sind auch wieder aktiv, eine Handvoll Güstern gefangen, ein Gründling und eine schöne Blötze. Eine schöne Plötze, muss ich betonen, weil Köfi ist an der Reihe. Heute ist definitiv Köfi an der Reihe. Die Stelle gibt es auf jeden Fall her. Aber anfangs werde ich auf jeden Fall ja, tagsüber noch ein bisschen mit der Federrute spielen. Ihr werdet es kennen, zeige ich euch mal kurz. Mit meinem bekannten Anti-Tangle-Boom, 100 Gramm Futterkorb. Und hier mein 10 cm langes Vorfach, was eigentlich zum Medit-Feeder-Angeln gedacht ist, werde ich erstmal mit der Medit-Feeder-Rute auf jeden Fall angeln. Und dazu mit meinem bekannten Köder, den ihr auch mittlerweile alle schon kennt. Den bleibe ich treu, den Kollegen hier. Das bleibt auf jeden Fall so. Und dann kann ich dann jetzt schon, weil wir jetzt die erste Stunde wirklich explizit bloß auf Köderfisch geangelt haben, dann auch gleich mit Köderfisch angeln. Die Montage zeige ich euch dann gleich. Die muss ich erstmal noch ein bisschen vorbereiten. Und das Gute ist Aktivität. Der Mücken ist da und der Fische auf jeden Fall auch. Ja, sie hat schon ein paar Mal geknallt, geraubt auf der Wasseroberfläche. Ich vermute, denke mal eher, dass es die Döbels waren. Ich spreche mal von der Mehrzahl, weil es war mehrfach schon vorbekommen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Angesetzt der ganze Tag. Wetter ist schön, um die 20 Grad. Das muss man auch immer mal erwähnen. Ne? Man muss ja irgendwie das Video auch füllen. Ne? Kann man auch ein bisschen über das Wetter reden. Ne? Nee, darum soll es jetzt nicht gehen. Natürlich hauptsächlich ums Angeln, ist klar. Robert, der trifft dann zum Mittag ein, der ist dann noch entspannt Mittag. Und ja, wie ich sagte, jetzt anfangs erstmal ein bisschen fiedern mit meinem bekannten Wurfstern. Dann geht der erste Köfi ins Wasser. Ich hab Bock, ich hab Bock. Schön, hoffentlich funktioniert das heute mal wieder mit Köfi, das wäre natürlich super. Natürlich alles außer Zander, weil der hat noch seine Schonzeit. Ja, das ist aber halt manchmal halt auch, wie beim letzten Video, wie ihr es gesehen habt, unvermeidbar. Das hat er auch Robert spüren müssen, beziehungsweise ich habe den Fisch gelandet, ich habe den Fisch gelandet mit Robert seiner Rute und ja, bleibt dann nicht aus, dass man auch Fische in der Schonzeit mal fängt, aber wir haben ja direkt gleich am Wasser abgehakt. Sollte man dann auch so fair sein und das auch machen und nicht irgendwie großartig anfangen mit der Kamera die Fische zu präsentieren, dann auf irgendwelchen Social Media Kanälen, das muss nicht sein. Und es gibt auch zu viele Leute, die bloß drauf warten, bis du so einen Fehler macht und dann kann es ganz schnell ganz viel Geld kosten, wenn nicht sogar die Angellizenz. Das geht ganz schnell sowas. Von daher, setzt euch nicht in den Nesseln, macht euch da nicht angreifbar. Wir versuchen es auch nicht zu machen. Ist natürlich immer schwierig, gerade weil wir euch dann immer mitnehmen, was videotechnisch angeht. Aber es ist oftmals einfach nicht vermeidbar. Von daher, versucht so weit wie es geht, den Fisch gar nicht erst anzufassen am besten. Gleich direkt im Kescher im Wasser abzuhaken. So schonend wie es geht. Und dann sollte die Wiese grün sein. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ne? Gut. Genug gesammelt. Wollte ich noch irgendwas sagen? Die Vorgehensweisen. Robert wird dann auch natürlich alles dementsprechend euch sagen und zeigen, wie er es macht. Nur, da geht's los, würde ich sagen. Ne? Viel Spaß. So, pünktlich zum Mittag. Hat uns was gestört, aber lieber so als gar kein Fisch.
schöner Klodeckel, gefangen in der Strömung mit meinem Woffi. Ja, ist noch ein schöner Anfang für die Größe. Ne? Erstmal war der schön Mittag, die Rute wird vorher natürlich noch rausgeschmissen und dann gucken wir mal, dass die Fische vielleicht noch ein bisschen größer werden. Aber freut mich auf jeden Fall. Geht gut los, sehr schön. Petri, ihr Mäuse. So, wie versprochen, zeige ich euch noch meine Montage, mit der ich hier auf Köderfisch angle am Fluss. Der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, Posenmontage am Fluss? Ja, ist möglich. Ich muss über das Parallel immer auf meine Rute gucken, auf meine Fiederrute. Wenn man so ein bisschen Kehrströmung in bestimmten Bereichen hat, dann kann man das auch gerne machen. Also, ganz einfaches Geschehen hier. Gucken, ob ich es hinbekomme. Hier sind sie. Oder? Zwar möchte ich natürlich an der Hauptschnur anfangen, um euch das alles von oben bis unten zu erzählen, wenn der Wind jetzt nicht wäre und ich nicht wieder hängen würde. So, da haben wir es. Habe ich ja ganz normale Gummistopper auf der Hauptschnur gezogen. Da, ja, die gibt es schon ganz günstig. Ich glaube 15 Stück so für 2 Euro oder so. Die hast du ewig. Die musst du auch nicht jedes Mal abmachen. Lass die einfach dran. Das hatte ich das letzte Mal auch gehabt beim Anti-Tangle-Boom. Die stören nicht. Von daher hast du die auch ein bisschen länger. Dann kommt hier meine Pose. In dem Fall ist es eine Knicklich-Pose. Ich hätte jetzt auch eine normale Pose nehmen können, aber ich weiß ja, dass ich mit Robert heute Abend ein bisschen länger angle. Dann haue ich mir dann hier heute Abend ein schönes Klicklicht rein. Deswegen habe ich die jetzt schon mal genommen. Dann könnt ihr auch eine herkömmliche nehmen. Ich habe jetzt hier eine 12 Gramm, vollkommen ausreichend für das Angeln mit Köderfisch. Komm gleich. Für Angeln mit Köderfisch auf jeden Fall ausreichend, machst du keine Gewaltwürfe. Und dann hier als kleiner Tipp habe ich meine Pose hier an einem Wirbel angehangen. Ist einfach aus dem Grund, wenn ich nachher dann einpacken sollte, nehme ich die Pose einfach ab und du vermeidest halt bei dem Transport den einen oder anderen Schaden, wie es manchmal so passiert. Ne? Dann habe ich hier so 2 Durchlaufblei. Die sind auch sehr schonend für die Hauptschnur, weil die in der Mitte so eine kleine Plastikhülse haben. Sind ja also auch frei beweglich drauf. Und diesmal, ich habe es vergessen, ja, gebe ich offen zu, meine Perle, um die Knoten zu schützen. Aber ich denke mir einfach, du hast hier sowieso, wie ihr sehen könnt, so eine kleine Plastikhülse. Von daher sollte das eigentlich kein Problem sein. Massiver, stärkerer Wirbel, wie man es immer so gerne sagen, fürs Angeln mit Köderfisch sowieso gerade. Dann habe ich hier ein 80er monophiles Vorfach. Und dann habe ich hier eine schöne Uckelei, wie ich sie doch gerne liebe am Fluss. Einfach nur aufgezogen, oben an einem 4er Drilling, oben Rinder, Helder einwandfrei. Den habe ich jetzt hier schon einen halben Vormittag dran. Leider, wäre schön, wenn es gebissen hätte, aber ja, auf jeden Fall sehr langlebig, die Tierchen. Das passt. Ja, hatte jetzt auch gerade mal vorhin meinen Haken wechseln müssen auf der Fiederrute, weil ich dann Fehlbiss gehabt hatte. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie lange hast du den Haken schon drauf? Ja, den hatte ich tatsächlich das letzte Mal beim Angeln den ganzen Tag drauf. Also da wirklich nicht sparen. Das ist Endtackle, das ist wichtig. Lieber bekommt das so mit, dass der Haken stumpf ist, als wenn irgendwie irgendeine Montage abreißt und der Fisch dann mit dem Haken irgendwie seine Runden weiterzieht. Ne? Muss alles nicht sein. Deswegen lieber einmal mehr geschaut. So, Ruby kommt auch gleich. Der hat gerade noch schönen Mittag gegessen. Das heißt, wir sind jetzt auch schon am Mittag angekommen. Und dann, ja, wie Robert sagte, schön wärmer. Heute weiß ich nicht, bei mir vielleicht was auf Köderfisch, bei Robert was in der Richtung. Mit einem Fisch, der fängt mit K an. Hört mit Hen auf. Ihr wisst, was ich meine. Das wäre natürlich super. Aber langsam müssen die auch anfangen zu fressen, von daher drückt uns da mal die Daumen, dass es was wird. Ja, genau, bis dahin gibt es erstmal nichts zu vermelden. Wir machen weiter so wie bisher. Eine Fiederrute, hier meine Köfi-Rute mit Pose und Robert, wie ich schon sagte, wird euch dann zeigen, wie er es macht. Also schön dranbleiben. Nächster Fisch. Selbe Stelle, selbe Welle. Ein bisschen Water. Schaut mal hier. Schöne Brassé. Schönere Färbung wie das letzte Tierchen. Bisschen goldener und ein bisschen größer. Und parallel war jetzt gerade auch mal das erste Mal meine Köfi-Rute weg gewesen. Also die Pose zumindest. Also den hatte ich dran gehabt an der Rute, dann war die Pose auch weg. Da muss es jetzt gerade schnell gehen, ne? Gut, den haben wir. Köfi unverändert, Pose kam wieder hoch. Schauen wir mal, was hier passiert, ne? Geht gut los. Robby kommt noch gleich. Petri. Ich melde mich an mit einer Güster. Guck mal, eine richtig schöne. Um die 30. Fängt man auch nicht
so regelmäßig. Schaut mal. Wie gesagt, knapp 30 cm. Auch mal eine makellose Güster. Irgendwie haben die immer Treffer, haben Marc und ich schon festgestellt. Ja, der Köder liegt auch drin. Kann ich euch gleich mal zeigen. Ein 8 mm Pineapple Wafter, Ananas. Ja, Petri. Und ich bin somit auch am Wasser angekommen. Lang gewartet oder? Nee, nee. Hat auf der anderen Route gewesen. Echt? So, aber es könnte auch sein, dass das. Aber es sah aus wie so ein klassischer Güsterbiss. Ja. Schon mal ein bisschen rote Augen. Bitte? Schon mal ein bisschen rote Augen. Das ist übrigens der andere Köder. Sicherlich im Moment zu lange gewartet, aber 10 mm Knobi Mikrobeutel. Naja, gut, dann wollen wir mit den Leuten dran machen. Ah, wenn's Aroma und so, wa? Überholte der Kleine, siehst du das? Hm? Das ist ausgeschwärmt. Da hätte ich schon aus Fortu Yassi ihm. Die Sonnenbrille runter, klick. Bleibst du auf der anderen, oder? Nee. Naja, also Marco hat mich für Nachmittag angekündigt oder zur Mittagszeit. Bisschen später ist es geworden, aber soll der Sache keinen Abbruch tun. Wir begeben uns ja so langsam in die Jahreszeit, wo es eben immer länger hell bleibt. Das heißt auf jeden Fall mal bis 21 Uhr, 21.15 Uhr so ungefähr. Von daher hat man nicht mehr so den Stress, dass man schnell wie möglich ans Wasser muss. Ganz entspannt. Die heiße Phase, wie wir mal sagen, ist ja dann wirklich die Dämmerung, Abendzeit, die erste Stunde Dunkelheit. Die werden wir heute auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, eine schöne Güste habt ihr gesehen. Es beißt auch so ganz gut, muss man sagen. Wirklich hängen bleiben wollen sie noch nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe einen 8er und einen 10er Haken dran. Ein 10er, 10 mm und 8 mm Köder. Ja, ich denke mal, das sind kleinere Fische, die es einfach nicht ganz schaffen. Aber natürlich dementsprechend rumspielen. Gucken wir mal, wir haben es jetzt mal versucht, eine Route oder zwei von drei Fiederrouten sind jetzt noch mal ein ganzes Stück weiter draußen an der Kante, an der Strömungskante. Heute geht das, beim letzten Mal keine Chance, aber heute sitzen wir auf der anderen Seite des Flusses, sodass wir hier mit dem Treibgut nicht zu kämpfen haben. Auf der anderen Seite sieht es genauso wieder aus wie beim letzten Mal. Unglaubliche Pollenteppiche, große Stöcker, Äste, Bäume, alles am Treiben. Von daher sind wir froh, dass wir heute die Seite gewählt haben. Und Marco angelt ja eine Route mit Pose und Köderfisch. Richtung Dämmerung, Dunkelheit wird er das auch noch mit seiner anderen Route tun, so zumindest jetzt der Plan. Und ich werde natürlich beim Fiedern bleiben. Werde dann ködertechnisch noch mal ein bisschen höher gehen, irgendwo so bei 10 mm und 15 oder 12 mm ankommen. Größeren Haken fischen, um eben wirklich so ein bisschen das zu provozieren, dass man vielleicht wirklich nur die großen Fische rausselektiert. Ich sage jetzt mal große Brassen, Döbel, Karpfen, Barben, wenn sich es halt nicht vermeiden lässt, aber die haken wir schonend ab, wie wir das beim letzten Mal gemacht haben. Ist ja nun mal so, lässt sich nicht vermeiden. Ja, so erstmal der Stand. Wir haben es jetzt gegen 17 Uhr und ja, schauen wir mal. Auf alle Fälle Bauchgefühl insgesamt passt das alles besser als beim letzten Mal. Das war echt in jeglicher Form unangenehm. Brauchen wir nicht nochmal drauf eingehen. Wer das letzte Video gesehen hat, der weiß, wovon wir sprechen. Aber das Problem haben wir heute nicht. Kein Treibgut, Schnur ist schön sauber, vereinzelt nur ein bisschen was dran. Köder liegen, Futterkörbe liegen, sodass dem also schon mal nichts entgegenspricht. Also von der Seite aus klappt, jetzt beißt gerade. Strömung. Echt? Naja, beim 120 Gramm Korb schwierig zu sagen, aber ja.
Niedlich. Wie nee, hast du mich gerade gesprochen von... Bitte? Habe ich gerade davon gesprochen von Größe? Naja. Ja. Ja. Läuft das hier noch hier, ne? Ich will auch noch was anhören. Ja? War alle gemein zu mir. Babyfisch. Bitte? Babyfisch. Ja, Babyfisch. So. Dann wieder Zuschauer heute am Wasser. Ich muss mir schon wieder anhören, großer Köder, kleine Fische. Aber so ist es. Eine Plötze, 15 cm. Ja, dass die sich natürlich in 8 mm auch schmecken lassen, ist klar. Aber das gucke ich mir noch ein bisschen an. Und dann machen wir mal 10, 12. Und dann sollte doch so eine kleine Plötze sich hoffentlich nicht mehr verirren. Ne? Also. Also dann mal den Haken hier noch lösen. Ich bin schon mal selbst gehakt. Ruht hier noch einen Baum reinhämmern. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es seht, im Hintergrund so ein bisschen Pollenflug, Pappelpollenflug, ist ein bisschen wie Weihnachten, Schnee, aber viel unangenehmer, es ist überall im Gelumpe, fliegt in der Luft, fliegt ins Auge, fliegt ins Essen, aber gut. So, in der Zwischenzeit ist fischtechnisch nicht viel passiert, noch ein paar Köderfische, aber ansonsten die anderen Routen hatten jetzt nicht viel zu sagen. Marco hat mittlerweile beide Routen, Pose, Köderfisch draußen. Ich fische zweimal mit der Fiederroute, wie soll es anders sein? Eine davon mit einem 12 mm Köder, die andere mit einem 15 mm Köder. Ich möchte es mal so ein bisschen drauf ankommen lassen heute, wirklich vielleicht die größeren Fische rauszuselektieren. Größere Brassen, Karpfen, Döbel, ja, Barben, wie eingangs oder vorhin erwähnt haben, nach wie vor Schonzeit. Und ist mir eine Polle im Mund geflogen. Eine Montage würde ich euch gerne zeigen. Da sind wir ja beim letzten Mal so ein bisschen stehen geblieben, als dann die Barbe biss. Und zwar ist das die Heli-Montage, Helikopter-Montage. Andere Montage heute Anti-Tangle-Boom, manchmal Feederlink, heute Anti-Tangle-Boom. Und die zweite Route eben mit Helikopter-Montage. Dazu habe ich hier meine 3,90 Meter lange Heavy-Feederroute. Wurfgewicht bis zu 220 Gramm, hinten mit Korkgriff, eine 6000er Rolle dazu mit dem Freilauf. Sagen wir auch immer wieder, ist ganz schön, ganz angenehm am Fluss, wenn es dann doch mal einschlägt und man nicht gerade hinguckt, dass der Fisch erstmal Schnur nehmen kann und nicht so weit passieren kann. Genau, wie gesagt, ist eine 6000er, 3,90 Meter lange Rute, 220 Gramm Wurfgewicht und da haben wir eine 30er Monofile als Hauptschnur drauf, seht ihr hier. Dann stelle ich die Route mal ab. Ein bisschen aufpassen, dann bei Bäume, dass wir hier nicht mal gucken, wie wir das machen. Ohne dass wir die Route dann Abgang macht. Das wäre schade. Aber ich denke, so kriegen wir es hin. Ich denke, die wird gleich runterfallen, aber dann halte ich sie auf. Ja. 30 Hauptschnur. Auf dieser 30 Hauptschnur habe ich, mach das mal ein bisschen auseinander, einen Stopper montiert. Ja, seht ihr hier? Einen Stopper. Dazwischen einen sogenannten Quick Change Swivel, einen Schnellwechselwirbel. So gut Deutsch hat den Vorteil, dass man hier diesen Gummipinöppel oben runter schieben kann. Einarmig wie immer Traum. Ja, könnte das hier wegschieben, könnte das Vorfach aushängen und einhängen. Hat den Vorteil, wenn ihr mal einen größeren Haken an das Vorfach nehmen wollt. Wenn der Haken stumpf ist, wenn das Vorfach einen weg hat, könnt ihr schnell wechseln. Vorfach übrigens ein rund 40 cm langes 0,25er Vorfach mit einem 10er Haken und einem 8er Haken so rum und einer 15 mm Murmel. Tutti Frutti in dem Fall von Mainline. Kennt ihr, fische ich ganz gerne die Marke. So, danach. Also das kann ja so zwischen sich frei bewegen. Ja, wenn er die Stopper natürlich zusammenschiebt, geht das nicht mehr. Danach kommen zwei Stopper. Eins, zwei. Jetzt habt ihr das gesehen, jetzt kann ich es wieder zusammenschieben. Dann kann das auch nicht mehr weg. Warum unten zwei Stopper? Einfach, wenn der Fisch beißt, geht die Kraft nach unten. Und damit die Stopper nicht verrutschen, habe ich da zwei nach oben. Ist relativ unwahrscheinlich, passiert im Regelfall nicht. Deswegen zwei Stopper unten, um die Kraft eben ein bisschen abzufedern. Dann nochmal gut 10 cm 0,35 Hauptschnur, bevor dann hier unten
10 cm verdrehte Schnur kommen. Ja, seht ihr, soll das Ganze so ein bisschen voneinander fernhalten, damit sich das nicht vertüdelt, umwickelt. Und Helikoptermontage, seht ihr ja, kann quasi 360 Grad Winkel hier frei bewegen. Ja, verdrehte Schnur können wir gerne nochmal machen. Einfach die beiden Enden gegeneinander, dann verdreht sich die Schnur. Unten habe ich noch einen Wirbel eingehangen. An diesem Wirbel ein 100 Gramm Futterkorb. Ja, das ist die Montage. Also ein Stopper, Quick Change Swivel, zwei Stopper, lange Vorfach dran. Unten die verdrehte Schnur mit einem 100 Gramm Futterkorb. Das geht jetzt raus. Ja, und wir hoffen auf Fisch. Und ihr werdet sehen. Da ist er. Ich bin da, ja. Bean Maker Bean. Bean Maker Bean. Mahlzeit. Oder warte mal. Schönen neuen Tag gewünscht. 0 auf 15. Ja. Du bist fast 24 Stunden wach. Also 20 Stunden hast du bald. Ja. Was ich heute früh erzählt habe, ja, der Wecker sollte eigentlich um 8 klingeln. Wann war ich wach? 5.45 Uhr. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Nee, fängt er nicht. Aber trotzdem haben wir gefangen. Aber wenn man das manchmal so vorher wüsste, jetzt die letzten Stunden, ich glaube Robert hat es vorhin zu mir gesagt, ab 18 Uhr oder wann das war, ging gar nichts mehr. Nichts. Robert hatte jetzt zum Schluss auch nochmal, ich will nicht vorgreifen, ich erzähle es einfach. Ja, erzähl es. Auch nochmal sogar die Köder gewechselt, da hat er auch nochmal, glaube ich, 9 und 10 mm dran gemacht. Auch das hat nichts gebracht. Daran hat es also auch nicht gelegen. Ich hatte dann zum Schluss nur mit Köderfisch geangelt. Okay, das ist halt so eine Win-Win-Situation, entweder gewinnst du oder verlierst du. Hat nicht funktioniert. Ist jetzt auch nicht gar nicht weiter schlimm. Wird beim nächsten Mal funktionieren. Immer optimistisch an die Sache rangehen. Das wisst ihr, wie es ist. Man braucht nicht ans Wasser gehen. Nein, es war aber letztendlich wirklich ein schöner Angeltag. Mal wieder. Hat Spaß gemacht. Was würde ich sagen? Ja, nee, Verbesserungsvorschläge gibt es keine. Nee, also, wir haben alles gegeben. Naja, eben. Was willst du ändern? Ne? Also, auch wenn ich Marco da jetzt wiederhole, aber ich habe wirklich von 8 über 10, 12, 15 verschiedene Sorten, herb, süß, ausprobiert. Die letzte Stunde ging gar nichts. Marco hat 5 Stunden lang mit Pose Köderfische angelt. Die sind schön rumgeeiert über eine Fläche, keine Ahnung, 20 Meter mal 60, 70 Meter. Nichts, die Ruten schwiegen. Also es war echt verrückt, aber gut, solche Angeltage gibt's. Aber ja, man hatte halt so seine Vorstellung und man war motiviert und man hatte eigentlich auch ein gutes Gefühl, aber irgendwie hat das nichts zu sagen und ja, ist halt so. Das kann ja in der Woche schon wieder anders aussehen. Ja, da schade, weiß man, aber... Es lag an allem, nur nicht an uns. Nee, sowieso. Du hast ja zumindest zwei schöne Brassen gefangen. Ja. Aber ansonsten. Na gut, es ging auch früh ging ja so ganz gut los. Also hätte man das gewollt jetzt hier mit der Fiederrute und ein paar Maden auf dem Haken, da ging das ja gut. Güstern haben gebissen, die Plötzen haben gebissen. Das hat funktioniert, aber will man das auf Dauer? Wir waren jetzt ja nicht hier, um, ich sag mal, kleinen Weißfisch zu fangen. Auf Dauer. Wir wollten ja dann doch schon ein bisschen, ja, sowas wie die. Kriegst du den, ja. Sowas wie die Barbe, bloß außerhalb des Schons, wäre auch geil. Und natürlich ja der ein oder andere Fisch mit K. Warten wir auch noch drauf, wir wissen auch noch nicht, woran es liegt. Das kann, wie ich gerade auch schon sagte, vielleicht nächste Woche auch schon anders aussehen, wenn die Fische weitergezogen sind. Wer weiß, wo sich momentan noch aufhalten. Da pissen wir uns nicht ans Bein. So ist es immer beim Angeln. Und da brechen wir uns auch kein Bein. Nee. Ne? Ich habe Marco auch gesagt, klar, vielleicht wäre der Naturköder heute Mais oder Mahd oder Maismade im Vorteil gewesen, aber gut, Marco hat ja eh mit Köfi angelt. Ich habe das nicht gefühlt, wir hatten Mahd und Mais da. Nee, sag komm 100%, eine 15 mm, andere 10 mm. Mais, Mahd, nö, kein Bock.
Aber gut, war halt so heute. Kann beim nächsten Mal anders sein, wie du sagst. Und naja, wir hoffen, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Wir hatten auf jeden Fall einen schönen Tag mit unseren Mädels. Schönen Abend, haben schön gegessen, getrunken. Jetzt ist es kurz nach 0 Uhr. Markus fast 24 Stunden wach. Mücken waren auch am Start. Eine Nachtigall, Viehzeug. Pappelgemüse. Aber richtig nicht viel. So knapp. Das war richtig Schnee im Sommer hier oder im Frühsommer, wie auch immer. Frühling. Wir saßen unter der Pappel. Also für alle Allergiker. Boah, mega. Gut. Also, haben wir noch irgendwas vergessen, was wir sagen wollten? Nö. Demnächst, gucken wir mal. Schleienangeln geht langsam los. Da habe ich auch schon Bock drauf. Vielleicht schon beim nächsten Mal, lasst euch überraschen. Aber ja, geht auf jeden Fall weiter. Und wie, werdet ihr sehen. Ne? So. Bis dahin, kein Gerinne. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wer noch kein Abo dagelassen hat, hat jetzt die Chance, dies zu tun. Es nur kostet jetzt nichts. Also, falls immer noch jemand denkt, dass das versteckte Kosten ist, nicht so. Und daher passt das. Und jetzt haben wir noch 10 Sekunden, Marco, weil du weißt, was jetzt passiert. Ah! Bis zum nächsten Biss. Tschüss! Ciao, Kakao. Braun du da schon bist. Sieht schon so, ne? Weiß aus. Mega. Und Soli ist bei mir nicht mehr. Maus. Ja.